Bei dem diesjährigen Mädchentanzfest haben uns die Mädchen wieder mal gezeigt, wie viel Power sie auf der Bühne haben. Die Stimmung war wie jedes Jahr mitreißend und beeindruckend. Aber seht selbst. Stell dich mal bitte vor. Ich heiße Jomana. Und wie lange hast du eigentlich gebraucht, um diesen Auftritt vorzubereiten? Also in der Woche habe ich immer 3 bis 2 Mal geübt. Und für den Tanz, bis ich ihn mir erfunden habe, habe ich nur 2 Tage gebraucht. Freeze! Die Balvin, Willy William, den Gusta. Freeze! Los DJ no miente, le gusta mi gente, y eso se fue mundial. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Ich heiße Ravan. Ich heiße Martin. Seid ihr nervös oder habt ihr Lampenfieber? Naja, ich hab Lampenfieber und bin so nervös. Ich auch. Si te pido un beso, ven dámelo. No sé qué estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está gritándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Also hier haben wir die Tänzerin, die gerade erst vom Tanzen gekommen ist. Wie ist dein Name? Stefanie. Und wie alt bist du? 13. Tanzst du zum ersten Mal hier auf der Bühne? Nein, ich tanze schon zum 3. Mal. Ja. Hast du mal gewonnen? Ja, 2 Mal. Also vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr. Hier? Ja, hier. Super. Und denkst du, dich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich gewinnen werde, aber ich hoffe mal. Du hast super getanzt und ja. Ich heiße Nima. Ich heiße Caro. Und ihr seid das erste Mal hier? Ja. Ja. Und ihr seid ihr aufgeregt, Lampenfieber? Ja, aufgeregt. Und wie lange habt ihr eigentlich gebraucht, um eure Performance aufzubereiten? Nicht so lange, nicht so lange. Und freut ihr euch schon drauf, dass ihr aufgeregt werdet? Ja. When it's all come on, I bounce like a basketball. Bounce, biggity bounce, biggity biggity bounce, bounce. When my clap on that stop, now rock with it. Bounce, biggity bounce. Stell dich mal vor. Hallo, ich bin die Abnora und ich bin 9 Jahre alt und ich bin jetzt im ersten Platz. Okay, danke, dass du das schon beantwortet hast. Und wie fühlt sich an, der erste Platz zu sein? Ich habe keine Ahnung. Mein Herz, keine Ahnung. Es fühlt sich einfach so schockierend an. Einfach so schockierend. Mein Herz, ich wackele immer noch. Wow. Wie heißt eure Gruppe? Unsere Gruppe heißt Five House. Und ihr seid der erste Platz geworden. Wie fühlt sich an, der erste Platz? Also es fühlt sich sehr toll, dass man schon 2 Mal gewonnen hat, weil das ist schon unser größter Traum geworden, dass wir als Gruppe tanzen und Freude haben damit. Heutigen Tages von dem Bereich Jugend und jetzt fragen wir sie mal. Wie hat es euch gefallen? Also ich fand es sehr aufregend und ich kann selbst noch immer nicht fassen, dass ich erster Platz bin. Also ich fand es gut und wir sind eh nicht zum ersten Mal hier, bis auf die Alina und ja. Und wie fühlt ihr euch jetzt den ersten Platz zu bekommen zu haben? Mein ganzer Körper zittert innerlich und ja. Ich glaube, wir hätten gedacht, dass sie gar keinen Platz hatten. Also.
Dankeschön für das Interview und ich bedanke mich nochmal. Mädchentanzwettbewerb und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.